Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie man sich auf dem Minesucht Teamspeak verifiziert. Für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben, kurz Info: Ich habe jetzt meinen zweiten Account mal ausgepackt, mit dem ich hier Gold Plus habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Teamspeak und dann werde ich euch da zeigen, dass es ganz einfach ist, sich den Account zu verifizieren. So, auf dem Teamspeak angekommen, gehen wir zunächst mal auf Verbinden und wählen dann unseren Account aus. In diesem Fall mein zweiter Account. Ich gehe auf Verbinden. Connected. Und dann machen wir das mal aus, weil das Sound muted. So, jetzt seht ihr hier, ich habe nur die Servergruppe Gast. Das bedeutet, ich bin nicht verifiziert. Um mich zu verifizieren, ist es ganz, ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr euren Namen und zieht ihn unten in den Server-Chat. Dann kommt so eine komische URL dabei raus. Und dann könnt ihr einfach eure Identität nehmen. Die fängt hier nach dem, also es ist klein, Doppelpunkt, Doppelslash, dann eine ID, das ist welches Gruppe ihr seid. Und dann geht es hier los mit eurer UID, die ihr braucht. Und dann geht die immer bis zu dem Gleichzeichen. Könnt ihr auch sehen, dass hier oben nochmal die eindeutige ID nochmal hier oben drin steht. Ist halt, wie man sieht, genau dieselbe. Die kopieren wir uns mal und gehen mit dieser Identität wieder in-game. So, in-game angekommen, machen wir slash ts und können wir Enter drücken. Dann sehen wir schon mal die ganzen Kommandos. Bei mir ist jetzt ein bisschen anders aufgeteilt, weil ich halt Labymod-Chat benutze. Wir machen jetzt slash ts verifizieren und machen Steuerung V, um unsere eindeutige ID einzugeben und drücken Enter. Und jetzt hätten wir theoretisch gehört, Server Group assigned. Da ich meinen Sound aber gemutet habe, hören wir es nicht. Aber wir sehen jetzt hier auf dem Teamspeak schon, ich habe meinen Gold Plus Rang erhalten. Und das war eigentlich schon der komplette Aufwand. Ihr könnt natürlich damit auch in Support gehen und nachhaken, wie das genau funktioniert. Allerdings ist es teilweise für uns Teammitglieder aufwendiger, solche kurzen Support-Gespräche wirklich zu führen. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber es gibt halt auch Leute, die wirklich dringende Anliegen haben, weil irgendwas Schlimmeres gewesen ist oder so. Darum nehmt mal dieses Infovideo. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach, an die eindeutige ID und so weiter ranzukommen. Dann sollte es damit auch gar kein Problem sein. So, noch für euch als kleinen Tipp am Rande. Wenn ihr euren Skin ändert, könnt ihr den natürlich selbstverständlich auch auf dem Teamspeak aktualisieren. Dafür gebt ihr einfach ein slash ts icon update und dann eure UID. Und dann drückt ihr Enter. Und dann dauert das ein, zwei Sekunden und dann habt ihr euren Skin auf dem Teamspeak updated. Weil das muss der Server halt runterladen von euch und dann habt ihr es auf dem Teamspeak auch drauf. Und so könnt ihr auch euren Skin auf dem Teamspeak aktualisieren. Gut, das soll es hiermit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten... Okay, gut, das soll es hiermit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao!